Waren Sie investiert in Unternehmen, mit denen Sie als Aktionär in den letzten 10, 20 Jahren Renditen von mehreren 100 oder gar 1000% erzielen konnten? Vermutlich haben auch Sie jetzt Bilder im Kopf. Bilder von Unternehmen wie Google, Facebook, Apple oder Microsoft. Unternehmen, in die wir alle schon gerne viel früher investiert hätten. Oder haben Sie schon vor 20 Jahren in Amazon oder eines der anderen Unternehmen investiert und Ihren Einsatz damit nicht nur verdoppelt oder verdreifacht, sondern verzehn- oder gar verzwanzigfacht? Heute, liebe Zuschauer, nehmen wir genau solche Unternehmen ins Visier. Nicht unbedingt Microsoft oder Apple, wohl aber Digital Leaders. Unternehmen, die bereits jetzt oder in den nächsten Jahren zu den Gewinnern zählen könnten. Und damit heiße ich Sie, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Online-Seminar. Mein Name ist Volker Altvater. Ich beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren mit den Themen Börse und Kapitalanlage und freue mich, dass ich heute Ihr Moderator sein darf. Begrüßen wollen wir auch gleich unseren Experten aus Frankfurt am Main. Zugeschaltet ist uns nun Baki Irmak. Hallo nach Frankfurt. Hallo zusammen. Ich Hallo, hoffe, Herr man kann mich gut Irmak. hören. Ich kann Sie gut hören. Schön, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Herr Irmak, Sie sind einer der Initiatoren eines Investmentfonds, der sich auf genau solche Unternehmen fokussiert, von denen ich gerade gesprochen habe. Erzählen Sie uns doch bitte zunächst etwas über sich. Stellen Sie sich unseren Zuschauern doch bitte in ein paar Worten vor. Ja, hallo, mein Name ist Marc Kiermark und ich habe den Digital Leaders Fonds zusammen mit Stefan Waldhauser vor ungefähr 20 Monaten gelauncht. Und davor habe ich viele Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet, zuletzt unter anderem auch als Leiter Digitalisierung für die Deutsche Asset and Wealth Management, wahrscheinlich den meisten eher bekannt unter DWS. Angefangen habe ich meine Karriere als Fondsmanager beim BAF Trust, und zwar zu den Wildwestzeiten des neuen Marktes, 98, 99, und war als Fondsmanager für TMT-Aktien, also Telekommunikation, Medien und Technologie, tätig. Ja, da haben Sie ja schon, blicken Sie auch auf eine lange Laufbahn in der Finanzbranche zurück, Herr Irmak. Sie haben gemeinsam mit Ihren Partnern, wie Sie eben erwähnt haben, den Digital Leaders Fund ins Leben gerufen. Ein Fonds, der im Morningstar-Rating derzeit auch auf den vordersten Plätzen liegt. Wie kam die Idee dazu? Ja, mein Partner und ich, wir waren selber in der digitalen Welt tätig. Ich mehr in der digitalen Transformation. Viele Unternehmen haben so in den Jahren 2014, 15 sich sehr, sehr stark damit beschäftigt, inwiefern diese schöne neue digitale Welt ihr gesamtes Geschäftsmodell verändern könnte. Stefan und ich sind beide der Überzeugung, dass ein jedes Unternehmen heute sich die Frage stellen muss: Passt eigentlich mein Geschäftsmodell noch in die digitale Zeit? Und kann ich die Geschwindigkeit mitgehen? Wir denken, dass das auch die entscheidende Frage sein sollte für Investoren. Dass diese neue Zeit auch ganz neue Möglichkeiten anbietet, Unternehmen zu analysieren. Wir müssen jetzt nicht mehr auf die Verlautbarungen der Unternehmen uns verlassen, sondern wir können einfach der digitalen Spur nachgehen. Ich denke, das ist aus der Perspektive von meinem Partner und ich extrem sinnvoll oder sehr hilfreich, dass wir beide aus dieser Welt kommen, in die wir jetzt selber investieren. Okay, für alle von Ihnen, liebe Zuschauer, die jetzt vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei sind, wir machen ja hier bei Finanznetz regelmäßig Webinare. Sie können uns auch Fragen stellen. Also das ist uns ganz wichtig, dass Sie sich auch hier ja zu Wort melden können. Nutzen Sie bitte die Fragefunktion. Die finden Sie in Ihrem Dashboard rechts. Wenn Ihnen irgendwas unklar sein sollte, wenn Sie Fragen jedweder Art haben zu dem Vortrag oder auch zu dem Webinar an sich. Wir werden dann am Ende des Webinars noch mal ein paar Minuten anschließen und wollen die ein oder andere Frage von Ihnen gerne aufgreifen. Bevor Sie loslegen, Herr Irmak, Sie haben ja einen Vortrag vorbereitet, möchte ich aber gerne noch eine Frage vorweg schicken und Sie auch mit einbeziehen. Und zwar,
würde ich gerne wissen. Oh Mist. Die Frage habe ich gar nicht hier. Die können wir nachschieben. Die Frage ist hier gar nicht im Tool drin. Warum auch immer. Okay, dann würde ich vorschlagen, die Frage können wir auch nachschieben. Fangen wir an. Herr Irmak, ich übertrage Ihnen die Steuerung. Und Sie haben was vorbereitet. Halbe Stunde vielleicht. Dreiviertelstunde, denke ich. Ja. Dreiviertel Stunde. Sie müssten jetzt noch Eingabeaufforderungen kriegen Ja. und dann bestätigen und dann können wir alle Ihren Bildschirm sehen. Jawohl, ich kann ihn schon sehen. Wunderbar. Und dann können wir loslegen. Sehr schön. Also, ich würde auch gleich gerne loslegen wollen in die Materie und die Art und Weise, wie wir digitale Unternehmen oder Digital Leaders analysieren und wie man sie im digitalen Zeitalter analysieren sollte, würde ich ganz gerne anschaulich an einem Beispiel direkt vorstellen. Und zwar fange ich mit Facebook an. Vielleicht hat einer von euch die Tage die sehr bemerkenswerte Rede von Sacha Baron Cohen gesehen auf YouTube oder in den sozialen Medien. Er ist ja besser bekannt unter den Namen Borat oder Ali G. Und er hat vor kurzem behauptet, dass Facebook die größte Propagandamaschine aller Zeiten ist, sieht die Demokratie in Gefahr. Und es passt eigentlich so wunderbar in die Tonalität zu Facebook, wenn man sich vielleicht im Freundeskreis oder mit anderen über das Unternehmen unterhält. Ein Medium in den USA hat es kürzlich zum meist gehasstesten Unternehmen Amerikas gewählt. Und es gibt diverse Aufrufe, die Plattform zu verlassen. Und für den einen oder anderen ist die Plattform ja schon ohnehin tot. Die Kinder würden ja alle Snapchat oder vielleicht TikTok oder andere Plattformen nutzen, aber nicht mehr Facebook. Wir als Investoren schauen nicht drauf, was die Menschen sagen, sondern was Menschen tun. Und zum Beispiel, welche Apps sie herunterladen. Und wenn wir das uns jetzt anschauen, auf der nächsten Seite, so, hier haben wir die Top-Charts der weltweit am meisten heruntergeladenen Apps im zweiten Quartal 2019, Apple Store und Google Play. Ja, und wenn Sie sich das mal anschauen, die App, die am meisten heruntergeladen worden ist, ist Facebook WhatsApp. Und dann kommt an zweiter Stelle Facebook Messenger. An dritter Stelle kommt Facebook. Dann hat sich TikTok dazwischen gemogelt. Der eine oder andere von Ihnen kennt wahrscheinlich das Unternehmen. Und auf Platz 4 ist Instagram. Also das, was die Menschen tun und das, was sie eigentlich sagen, dass sie also in Massen eigentlich die Plattform verlassen, das sind zwei offensichtlich völlig unterschiedliche Dinge und es gibt interessanterweise diese Parallelwelt bei Facebook mehr als bei vielen anderen Unternehmen. Und das Interessante ist, also wenn man sich diese Statistik anschaut, ich glaube, die Facebook-Familie oder auch kein anderes Unternehmen hat so eine Statistik, also die Downloads derart dominiert wie die Facebook-Familie. Also diese Aufstellung, die wir hier sehen, über Sensor Tower, beinhaltet ein Land nicht, nämlich China, aber ansonsten ist es weltweit. Und wenn Sie sich zum Beispiel Messenger anschauen, es gibt nur 10 Länder, in denen eigentlich Facebook und WhatsApp und Facebook Messenger nicht Nummer 1 sind bei Messenger. Ja? 10 Länder, ich meine, man kann sich denken, China gehört selbstverständlich dazu, aber WeChat, das Tool, was technologisch sehr weit vorne ist, spielt eigentlich auch in den Ländern wie Indonesien oder Indien, also in direkter Nachbarschaft von China, spielt es keine Rolle. Das sind alles Facebook-Länder. Und selbst in China hat Facebook Messenger mittlerweile 17% Marktanteil. Und das Interessante ist, dass Facebook mit diesen Kunden sehr, sehr viel Geld verdient. Die etwa 247 Millionen US-Kunden allein, also Monthly Active User, ja, mit denen verdient Facebook jedes Quartal 34,5 Dollar. Ja. Und mit den 1 Milliarde Nutzern in Asien, da kommen so ungefähr 66% des Kundenwachstums bei Facebook her, verdient Facebook mittlerweile 3,24 Dollar pro Quartal.
Wir haben das mal in einem unserer Kommentare auf unserer Seite mit Netflix verglichen. Und also Sie müssen sich vorstellen, Netflix verdient mit den 60 Millionen Kunden pro Quartal ungefähr 36 Dollar. Und Facebook verdient mit 247 Millionen Kunden, also nur USA, pro Quartal 34,55 Dollar, also APU. Und der Preis, die Preiserhöhung bei Facebook, bei Netflix hat dazu geführt, dass eine ganze Menge Kunden sich verabschiedet haben, während die Werbekunden immer stärker Werbung schalten bei Facebook und der durchschnittliche Umsatz eigentlich pro Kunde bei Facebook sukzessive in die Höhe geht. Und auch die restlichen Fundamentaldaten bei Facebook sehen gut aus. Die Bruttomarge ist über 80, die EBIT-Marge ist mittlerweile wieder über 40, das Umsatzwachstum ist bei 27%, das KGV mittlerweile bei 21. Das finden wir, ist nicht sonderlich hoch für ein Unternehmen, das so profitabel ist und das so gesund wächst. Und wir kennen eine ganze Menge andere Unternehmen, also Consumer Goods, vielleicht Pharmaunternehmen, die deutlich höher bewertet sind. Nichtsdestotrotz ist so ein Unternehmen wie Facebook dann doch immer wieder stärker oder wird etwas stärker oder kritischer betrachtet. Das Interessante ist allerdings in dem Zusammenhang, ist für uns, dass Unternehmen wie eine Facebook oder wie eine Alphabet und viele andere Digital Leaders wesentlich einfacher und schneller digitale Services und Techniken adaptieren können als in Anführungsstrichen Legacy-Unternehmen. Ja, wenn Sie sich anschauen, bei Facebook ist es so, dass zum Beispiel 97% aller Fake News über KI-Techniken, also tiefes Lernen, identifiziert werden. Das Unternehmen könnte auch gar nicht diese 2,7 Milliarden Monthly Active User, deren Contents, die sie hochladen, manuell danach überprüfen, ob der Wahrheitsgehalt der Aussagen jetzt stimmt oder nicht stimmt. Ja. Und für viele etablierte Unternehmen bedeutet aber die Digitalisierung erstmal eine massive Investition. Und oft ist es so, dass viele Unternehmen, die extrem stark in die Digitalisierung investiert haben, zunächst mal gar keine Produktivitätssteigerung sehen. Ganz im Gegenteil, die Produktivität fällt erstmal zurück. Und meistens sehen auch die Bilanzzahlen dieser Unternehmen deutlich schwächer aus in dieser Übergangsphase. Und in dieser neuen, schönen Welt, digitalen Welt, glauben wir, werden die Ressourcen neu verteilt. Die Welt wird neu verteilt in Echtzeit. Und diese Verteilung ist alles andere als gleich. Sie ist extrem ungleich. Und nach unserer Meinung ist die Verteilung, die Allokation die Konzentration von Macht, Geld und Intelligenz noch nie so konzentriert gewesen in den Händen weniger wie aktuell. Und das kann man sehr anschaulich an dieser Grafik sehen. Wenn Sie sich anschauen, die zwei Unternehmen aus Silicon Valley sind mittlerweile an der Börse genauso hoch bewertet. Also deren Börsenwert ist genauso hoch wie der Börsenwert aller deutschen, börsengelisteten deutschen Unternehmen. Ja, und wenn Sie sehen, das ist eine Grafik von 2009 bis 2019, Sie sehen Stillstand eigentlich in Deutschland und Welteroberung in Silicon Valley. Und natürlich werden jetzt einige von Ihnen sagen, naja, das kennen wir schon, so ähnliche Zeiten hatten wir schon mal erlebt, 98, 99 zu Zeiten des neuen Marktes. Aber die muss ich leider enttäuschen. Also es ist tatsächlich nicht so, dass hier die Bewertungen den Marktrealitäten komplett enteilt sind, sondern sie spiegeln die eigentlich ganz gut wider. Wenn wir uns einfach mal anschauen, waren denn die operativen Gewinne aller DAX-Unternehmen eigentlich im Jahr 2018? Dann landen wir bei ungefähr 130 Milliarden. Ja, wenn wir jetzt Apple nehmen, dann haben wir ein EBIT schon von 72 Milliarden. Wenn wir jetzt eine Alphabet nehmen, haben wir deutlich über 30 Milliarden, Microsoft genauso. Das heißt, wir erreichen eigentlich mit drei Unternehmen eigentlich die,
die operativen Gewinne, ja, von allen DAX-Unternehmen zusammen. Jetzt haben diese Unternehmen ein ganz anderes Forschungs- und Entwicklungsbudget. Diese Unternehmen weisen ein ganz anderes Wachstum auf. Und insgesamt sehen auch die Profitabilitätszahlen dieser Unternehmen deutlich besser aus. Menschen werden immer älter, Unternehmen nicht. Die Lebensdauer von Unternehmen im Standard & Poor's war 1955 noch 61 Jahre. Das entspricht also der Lebenserwartung eines Elefanten. Aus dem Elefanten ist 2015 ein Delfin in Sachen Lebenserwartung geworden. Das Research House Innosight schätzt, dass in weniger als 10 Jahren die Lebenserwartung der Unternehmen in Standard & Poor's eher der Lebenserwartung eines Eichhörnchens gleicht. Das klingt zunächst mal harmlos. Das bedeutet aber, dass etwa 75% der Unternehmen in den nächsten 9 Jahren aus dem Standard & Poor's verschwinden werden. Ja, viele Verlierer, wenige Gewinner. Hauptgrund für die Beschleunigung, die Digitalisierung. Und natürlich werden nicht alle diese Unternehmen verschwinden, manche werden übernommen. Aber diese dramatische Veränderung von Indizes in kürzester Zeit bedeutet schlicht und einfach, dass in kürzester Zeit Unternehmen entweder scheitern oder zu großen Gewinnern dieser neuen Zeit heranwachsen. Und genau auf dieser Grundlage haben mein Partner Stefan und ich den Digital Leaders Fonds aufgesetzt. Ja, der Stefan war viele Jahre lang ein Softwareunternehmer, hatte sein eigenes Softwareunternehmen, hat erfolgreich an Silicon Valley verkauft. Er kennt Geschäftsmodelle, Software-as-a-Service-Modelle aus dem FF. Er kann die Geschäftsmodelle sehr gut verstehen. Er hat ein entsprechendes Netzwerk aus dieser Welt. Meine Wenigkeit, ich hatte schon eingangs erwähnt, ich war viele, viele Jahre lang bei der Deutschen Bank tätig, dort als Leiter Digitalisierung für die Deutsche Asset and Wealth Management. Also wir beide kommen aus Welten, in die wir investieren, aus der Welt der Digital Enabler auf der einen Seite und aus der Welt der digitalen Transformation auf der anderen Seite. Und wir haben den Fonds aufgesetzt mit dem Anspruch, dass wir in die Gewinner der Digitalisierung investieren. So, wie teilen wir die Gewinner der Digitalisierung ein? Wir haben 3 Kategorien identifiziert von Gewinnern. Auf der einen Seite die Digital Transformation Leaders, zweitens die Digital Business Leaders und drittens die Digital Enablers. In der ersten Kategorie haben wir Unternehmen aus der alten Welt, die sehr erfolgreich das Unternehmen im digitalen Zeitalter anpassen und bei denen man schon die ersten Früchte dieser Entwicklung sieht. In der zweiten Kategorie sind Unternehmen, die in diese Welt geboren worden sind. Oft sind es Plattformunternehmen, sehr bekannte, etablierte Plattformunternehmen, wie zum Beispiel eine Facebook oder wie eine Alphabet, oder eben neuere Plattformunternehmen, wie zum Beispiel eine The Trade Desk. Unter Digital Enablern verstehen wir Unternehmen, die kritischen Technologien anbieten für die Digitalisierung. Also ob es nur um Marketingautomatisierung geht oder um Kommunikation aus der Cloud, KI, Data Analytics. Wir haben hier ein paar Beispiele aufgelistet, die Sie sehen. Also wir haben auf der einen Seite die DBS Group aus Singapur, die spanische BBVA und eine Disney als Digital Transformation Leaders. Und als wir den Fonds aufgesetzt hatten vor 20 Monaten, da hatte sich sicherlich der eine oder andere gewundert, Disney und nicht Netflix. Natürlich ist es so, dass eine Netflix das digitalere Unternehmen war und wahrscheinlich immer noch ist, aber sicherlich nicht die bessere Aktie. Die Digitalisierungsfantasie war bei Netflix in dem Kurs schon längst enthalten. Bei Disney war das gerade am Beginn. Und es gibt eben ein paar Dinge auch in der digitalen Zeit, die plötzlich von enormer Bedeutung sind, von enormem Wert, nämlich Filmbibliotheken. Filmbibliotheken lassen sich auch nicht so einfach disrupten. Ja? Man muss massiv Geld investieren. Und das merkt eben auch gerade Netflix und das merken auch all diejenigen, die jetzt groß in diesen Markt einsteigen.
Und Disney hat vorab alles richtig gemacht. Sie haben erstens massiv in Digital Content weiter investiert. Natürlich haben sie eine riesen Filmbibliothek, aber sie haben Pixar gekauft, sie haben Marvel gekauft, sie haben Star Wars gekauft, National Geographic gekauft, sie haben einen Streaming-Dienstleister gekauft und haben mit ESPN, mit Hulu schon große Erfahrung gesammelt, haben Hotstar in Indien erworben und sind jetzt vor 2 Wochen mit Disney Plus, mit ihrem Kronjuwel, in das Streaming-Geschäft jetzt eingestiegen. Disney hatte vorab prognostiziert, dass sie im laufenden Jahr etwa 10 Millionen Subscriber einsammeln wollen in den USA und Kanada und Niederlanden sind die ja gestartet. Das haben sie am ersten Tag gemacht. Innerhalb von 24 Stunden hatte Disney 10 Millionen Anwender und aktuell hat Disney jeden Tag 1 Million Subscriber. Und einer von den Gewinnern dieser Entwicklung ist zum Beispiel auch The Trade Desk, weil das lineare Fernsehen, das erlaubt Werbekunden nicht so ein granulares Targeting von Endkunden. Ein vernetztes Fernsehen erlaubt ganz andere Möglichkeiten dort. Der Marktführer mit seiner Plattform, also eine Plattform, eine Werbeplattform, auf der Kunden ihre Werbegelder sehr effizient verteilen können, in Bruchteilen von Sekunden. Das macht Trade Desk und die sind zum Beispiel bei Connected TV weitführend. Und wir haben uns bei der Identifizierung, nachdem wir also die Digital Transformation Leaders und die Digital Business Leaders identifiziert hatten, haben wir uns die Frage gestellt, von welchen Unternehmen sind eigentlich die Digital Führer eigentlich am stärksten abhängig? Also welche Services nutzen die? Welche kritischen Technologien nutzen die? Und sind eben auf der dann bei diesen Unternehmen gelandet, die wir als die Architekten der Digitalisierung bezeichnen. Also diejenigen, die zum Beispiel nicht relationelle Datenbanklösungen anbieten, wie zum Beispiel eine MongoDB oder die eine Kommunikationsplattform anbieten in der Cloud, wie zum Beispiel Twilio. Also eine Airbnb oder eine Uber nutzt Twilio oder Elastic, also eine Enterprise Search Technologie. Selbst eine Alphabet nutzt zum Beispiel die Elastic-Lösung. Und wenn Sie so wollen, dann haben Sie in der Mitte, also bei den Digital Business Leaders, haben Sie die digitalen Unternehmen, die 100% ihrer Umsätze über digitale Kanäle erwirtschaften. Die erste Säule, das sind Unternehmen, die auf dem Weg sind zu digitalen Unternehmen. Und die dritte Säule sind sogenannte Digitalisierer, die eben genau den Erfolg der ersten und der, für die Unternehmen der ersten und der zweiten Säule, den digitalen Erfolg erst ermöglichen. Und wenn Sie so wollen, haben Sie in der ersten Säule eigentlich Unternehmen, die man eher so in Richtung Value einordnen könnte. In der zweiten Säule haben Sie Unternehmen, die wir einordnen würden als Growth for a Reasonable Price. Also die sind auch vernünftig bewertet und wachsen auch ordentlich. Und dann haben wir in der dritten Säule Unternehmen, die man gemeinhin als vielleicht High Growth Unternehmen bezeichnen würde. Und ich denke, dass diese Zusammensetzung von auf der einen Seite sehr werthaltigen Unternehmen, traditionellen Unternehmen und auf der anderen Seite High-Growth-Unternehmen, dass das eigentlich eine sehr einzigartige Mischung ist, die der Digital Leaders Fund hier hat. Also wir haben keinen thematischen Ansatz, der extrem eng definiert ist, sondern Digitalisierung verstehen wir extrem breit. Es ist eine Querschnittstechnologie, betrifft jeden. Und deswegen ist sicherlich die Aufstellung ein Stück weit anders. So, wie gehen wir heran? Wie messen wir eigentlich den Erfolg von diesen Unternehmen? Wir fangen natürlich auch mit Fundamentalanalyse an. Also insbesondere bei den High-Growth-Unternehmen schauen wir auf ein paar entscheidende Fundamentaldaten. Ich habe hier mal jetzt ein paar mitgebracht. Also vielleicht um High-Level den Ansatz vom Digital Leaders Fund zu erklären.
Aber gerade bei den High-Growth-Werten, also bei den Digital Enablern, ist sowas wie KGV natürlich ein bisschen irreführend. Oft sind diese Unternehmen erst im Land-Grab-Mode und verdienen eigentlich noch relativ wenig Geld, wobei wir eigentlich kaum in Unternehmen investieren, die Cashflow negativ sind. Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ein Stück weit auch irreführend bei diesen Unternehmen, gerade weil IP, also geistiges Eigentum, und Netzwerkeffekte nicht unter den Vermögenswerten, unter die Vermögenswerten gezählt sind, also und dadurch in der Bewertung beim KBV eigentlich keine Rolle spielen. Wir schauen mehr auf so Kennzahlen wie Enterprise Value, also der Unternehmenswert, wenn man die Marktkapitalisierung sich anschaut, Cash davon abzieht und die Schulden addiert, und schauen im Prinzip so auf zum Beispiel auf Enterprise Value, Sales Multiples, Sales, die Umsatzentwicklung, Umsatzgröße ist auch so eine Kennzahl, die man eigentlich relativ wenig manipulieren kann. Jeder, der bei einem Unternehmen gearbeitet hat, weiß, dass Gewinnzahlen, EBIT-Zahlen, Margenzahlen sich einfach manipulieren lassen. Umsatzentwicklung, also Topline und Cashflow-Entwicklung sind eigentlich so die Zahlen, die extrem robust sind. Und wenn wir uns anschauen, wie werden so Unternehmen im Markt bewertet. Das ist sehr, sehr stark davon abhängig, welchen Umsatzmix die Unternehmen haben. Das ist wirklich eine sehr simplifizierte, sehr vereinfachte Lösung, ohne jetzt auf Burggraben und all diese Kriterien zu schauen. Also Hardware-Unternehmen werden auch bewertet mit zweimal Sales, Dienstleistungen einmal Sales und ganz unten Software as a Service, idealerweise noch wiederkehrende Erträge über Cloud-Lösungen haben oft die höchste Bewertung. Ja, und wenn wir uns anschauen, so im Markt, was wurde bezahlt so in der letzten Zeit? Eine SAP hat Qualtrics gekauft für 8 Milliarden, das war mit dem 20-fachen des Umsatzes, Microsoft GitHub mit dem 30-fachen des Umsatzes, Salesforce mit MuleSoft 20-fachen des Umsatzes, vor kurzem haben sie Tableau gekauft mit dem 13-fachen des Umsatzes. Und dann bekommt man eine ganz gute Orientierung dafür, zu welchem Preis Unternehmen bereit sind, diese Unternehmen zu kaufen. Eine Kennzahl, die für uns eine sehr herausragende Rolle spielt, kommt so ein bisschen aus Private Equity und in der Software-as-a-Service-Welt sehr bekannt, ist Efficiency Score oder Rule of 40. Die besagt eigentlich ganz einfach, dass die Umsatzentwicklung plus die Cashflow-Marge über 40 sein sollte. Ja, und bei den meisten Unternehmen, die wir in der Kategorie Digital Enabler haben, ist diese Kennzahl definitiv erreicht. Also bei einer Alibaba, Tencent, Facebook, der Trade Desk oder Alteryx oder nehmen Sie auch so einen Wert wie zum Beispiel so ein Unternehmen wie Mastercard. So ein Mastercard hat vielleicht eine Umsatzentwicklung von vielleicht 13, 14%. Aber $1 Umsatz bedeutet bei Mastercard 45 Cent Free Cashflow Marge. Und somit kommt man über einen deutlich größeren Wert als die 40. So, jetzt ist es so, ich würde jetzt ungern weiter auf Fundamentalkriterien eingehen. Ich glaube, damit würde ich euch wahrscheinlich auch ein bisschen langweilen. Was, glaube ich, ein bisschen spannender ist, ist die Tatsache, wie wir eigentlich der digitalen Spur, wie wir die messen und wie wir den digitalen Reifegrad der Unternehmen uns anschauen. Und ihr wisst sicherlich auch, ich meine, jedes Unternehmen behauptet heute, dass der Kunde im Zentrum des Wirkens ist. Doch was sagen die Traffic-Zahlen auf der Webseite? Wie hoch sind die App-Downloads? Ist das Unternehmen nur ein Marktplatz oder ist das Unternehmen ein beliebiger Produktanbieter? Inwiefern nutzt ein Unternehmen Algorithmen? Ein anderes Wort dafür ist Software. Software is eating the world ist so eines der zentralen Mantras der Digitalisierung. Und das merken heute auch schmerzlich die Automobilunternehmen. Ein Software-Update und schon hat man ein neues Fahrzeug. Ich möchte aber jetzt euch nicht zu sehr mit Theorie langweilen und würde ganz gerne das Ganze jetzt an ein paar sehr plastischen Beispielen mal darstellen. So, hier haben wir eine Aufstellung und zwar eine Statistik über die App-Downloads in der Kategorie Finanzen im zweiten Quartal weltweit, immer ohne China. Und da sehen wir, dass bei den Downloads Google
Pay, die sind insbesondere in Indien extrem erfolgreich, relativ weit vorne liegt mit 30 Millionen Downloads im Quartal. Und man sieht da direkt dahinter eine PayPal mit über 15 Millionen Downloads. Etwas weiter, dann kommen ein paar indische Anbieter, dann sieht man die Santander, dann kommt Square, also mal sehen, ob ich den Cursor bewegen kann. Ich gehe wieder zurück. Ich glaube, geht gerade nicht. Danach anschließend kommt die Itaú, ist eine brasilianische Bank, dann die BBVA. Das ist ein Blick auf die Downloads. Die Downloads sagen natürlich nur eine halbe Wahrheit, weil es ist oft so, ich meine, bei AnyApp ist es zum Beispiel so, die haben gemessen, wie viele Personen nutzen tatsächlich denn eine App, nachdem sie sie heruntergeladen haben, nach 90 Tagen nur noch 2%. Wir haben uns bei den Finanz-Apps das Ganze angeschaut, da ist die Nutzung ungefähr nach 90 Tagen so bei ungefähr 6%. Nichtsdestotrotz gibt es uns eine erste Indikation darüber, welche Apps eigentlich gerade besonders gefragt sind. Ja, und wenn wir auf den nächsten Chart gehen, dann haben wir uns mal hier die App-Nutzung genauer unter die Lupe genommen. Ja, und zwar in der Kategorie Finanzen, nur in USA. Und wir haben uns drei oder vier Apps hier angeschaut. Auf der einen Seite PayPal, auf der anderen Seite Venmo, gehört auch zu PayPal. Dann die Cash App von Square. Und Zelle. Jetzt ist es so, dass der Erfolg von PayPal weltweit viele Banken aufgeschreckt hat. Ja, das war in Deutschland der Fall, dass die Banken dann gesagt haben, ja, wir brauchen einen ähnlichen Anbieter und haben PayDirect gegründet mit recht magerem Erfolg. Und in den USA war das ähnlich. In den USA, wenn man sieht, heute hat PayPal ungefähr nur auf der auf, auf dem App Store knapp 10 Millionen Nutzer, also 10 Millionen Monthly Active User. Und wenn wir uns anschauen, die Entwicklung war exorbitant, also die war sehr stark. Und die Peer-to-Peer-App, also nicht so eine Art digitale Börse oder Brieftasche, die PayPal dann gekauft hat, über den Kauf von Braintree, nämlich Venmo, die ist eigentlich noch wesentlich dramatischer gewachsen. Und die amerikanischen Banken haben sich dann zusammengeschlossen und haben gesagt, wir brauchen dagegen jetzt eine Lösung. Ja, und haben so eine Art PayDirect in Amerika aufgesetzt und die heißt Zelle. Und man sieht im Prinzip, dass die Entwicklung von Zelle kann sich durchaus sehen lassen, ist vielleicht nicht ganz so ein Ruhrkrepierer wie PayDirect, aber sie ist doch eher weit hinter der Nutzung von PayPal und Venmo zurück. Aber interessanterweise ist nicht eben Zelle an PayPal vorbeigezogen, sondern klammheimlich eigentlich eine App, die für vielen lange Zeit nicht bekannt war, nämlich die Cash-App von Square. Und viele von euch haben vielleicht mal in der US-Reise gesehen, also diesen kleinen Quadratur, kein Terminal, sondern diesen Reader von Square, den Friseurläden, Kneipen oder Reinigungsdienstleistungen anbieten. Square hat damals festgestellt, dass etwa 20 Millionen amerikanische Geschäftskunden, also kleine Geschäftskunden, keinen Umsatz machen, weil sie keine Kreditkarte akzeptieren und haben diesen kleinen Reader erfunden und haben dann gesagt, naja, wir können eigentlich mit einer Software auf dem iPad und mit diesem Reader zusammen eigentlich ein Kassensystem ersetzen und haben dann festgestellt, dass viele dieser kleinen Unternehmen unterversorgt sind mit digitalen Tools und haben dann eben noch zusätzlich diese digitale Brieftasche entwickelt, kennt die Cash-App und haben zum Beispiel angefangen, die Gehälter, also die Kneipen haben dann die Gehälter direkt in die digitale Brieftasche überwiesen, weil oft diese Mitarbeiter gar kein Konto hatten. Und dann haben sie angefangen, eigentlich diese digitale Brieftasche immer stärker zu nutzen, haben eine Kreditkarte eingeführt, Bitcoin-Handel erlaubt,
und so weiter und so fort. Also das Engagement massiv gesteigert. Und das hat dazu geführt, dass die Nutzung eigentlich von Cash App mittlerweile deutlich eigentlich an Venmo und an PayPal vorbeigezogen ist. So, inwiefern ist das relevant für unsere Analyse? Die Square-Aktie ist ja lange Zeit sehr gehypt gewesen. Sie ist auf 100 US-Dollar hoch. Dann kamen die Quartalszahlen für das zweite Quartal und die meisten Analysten waren sehr enttäuscht, weil der Umsatz bei den Geschäftskunden, die Umsatzentwicklung war irgendwo bei 26%. Man war Zahlen gewohnt von deutlich über 30%. Und das war eigentlich der Fokus. Worauf wir eigentlich geschaut haben, was wir spannend fanden, war eigentlich die Umsatzentwicklung mittlerweile über die Cash App. Ja? Und vor allem war diese Umsatzentwicklung exponentiell und wir haben uns diese Nutzungszahlen angeschaut und haben gesagt, naja, also so wie das aussieht, ist der Umsatz, der demnächst eigentlich aus der Cash App generiert wird, eventuell sogar höher als eigentlich der Umsatz über die Geschäftskunden, die Square erwirtschaftet. Und tatsächlich war es dann so, als Square jetzt die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hat, waren diese Zahlen deutlich über die Erwartungen, also gerade bei der Nutzung von Cash App. Die Umsätze sind mittlerweile sehr ansehnlich. Der Umsatzanteil ist jetzt deutlich höher als zu dem Zeitpunkt, als Square gestartet ist. Und die Aktie, die wir unter 60 dann kaufen konnten, ist dann anschließend höher gelaufen, mittlerweile bei 68, 69. Das war ein gutes Beispiel dafür, dass man so mit so einem Real-Time-Research-Ansatz, ja, wir können uns diese Zahlen natürlich jeden Tag anschauen, auch die Traffic-Zahlen auf den Seiten, dass man damit durchaus eine Erkenntnisgewinn für die Analyse bekommt. Es ist nie isoliert zu betrachten, aber in der Gesamtgemengenlage mit anderen Fundamentaldaten und mit anderen Zahldaten lassen sich durchaus sehr gute Erkenntnisse gewinnen für die Aktienanalyse. So, jetzt haben wir über die App Downloads gesprochen und wir haben über die App Nutzung gesprochen. Wir können natürlich auch über App Store und Google Play auch Umsatzzahlen für die Unternehmen berechnen. Und das liegt daran, dass Apple und Google ja so eine Art digitale Wegerlagerei ja betreiben. Das heißt, so eine Match zum Beispiel, die Tinder anbietet, so eine Dating-App. Und wenn jemand die Bezahlversion tatsächlich über App Store, über Google Play bucht, dann zahlt man eben 30%, dann gehen 30% von diesen Zahlungen direkt an Apple oder an Google. Bei Abonnements ist das bei 15%. Und jetzt ist es so, dass die Spotifys dieser Welt das Spiel nicht mehr mitmachen wollen und versuchen das zu umschiffen, dass die Bezahlung tatsächlich auch zum Beispiel auf der Seite stattfindet. Google ist dann etwas entspannter, die bieten das tatsächlich an. Wir bestrafen das auch nicht. Bei Apple kommt man aber da nicht drum herum. Wenn man auf ein iPhone Spotify nutzen möchte, dass man die Zahlung über Apple laufen lässt. Aber auf diese Art und Weise gibt es ganz gute Umsatzschätzungen über die App Stores für die einzelnen Apps. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich Tinder. Und da sieht man, dass Tinder mittlerweile bei den Umsätzen im App Store in 61 Ländern unter den Top 10 ist. Also das ist eine unglaublich beeindruckende Zahl. In 61 Ländern, das ist, zeigt nochmal, wie global dieses Unternehmen aufgestellt ist. Und das Interessante bei dieser Zahl ist, dass wenn Sie, wir haben vorhin über Facebook gesprochen, Facebook erwirtschaftet in den USA einen durchschnittlichen Umsatz pro Kunde von ungefähr 34 US-Dollar. In Asien 3 Dollar. Das sind zwar deutlich mehr Kunden, aber die Werbekunden sind eigentlich nicht bereit, für asiatische Kunden so viel Geld auszugeben wie für amerikanische Kunden oder europäische Kunden. Ja. Das ist bei Tinder völlig egal.
Das bezahlt der Endkunde. Und ob Tinder jetzt in, also Tinder Gold in Nigeria, Indonesien, Malaysia, Thailand, ja, bezahlt wird oder in den USA, spielt eigentlich keine Rolle. Deswegen ist der, ist die App-Nutzung und die Downloads und das, die Expansion im Ausland für einen Match oder für eine Tinder wesentlich interessanter als eine Expansion jetzt zum Beispiel bei Facebook, beziehungsweise schlägt sich in der, in den Zahlen, in den Gewinnzahlen und Profitabilitätszahlen deutlich stärker nieder. Natürlich auch im Umkehrschluss, wenn der Dollar extrem stark ist, dann sieht man das auch in den Dollar-Effekten in der Bilanz. So, ich habe hier noch ein Beispiel mitgebracht, Tinder vor Netflix. Man muss natürlich damit immer sehr vorsichtig sein, weil jetzt ist es nicht so, dass Netflix immer auf den Smartphones heruntergeladen wird. Ist natürlich vorinstalliert, wird in den Smart TVs heruntergeladen. Und das alles wird hier nicht berücksichtigt, aber es ist schon erstaunlich, dass mittlerweile Tinder mehr Umsätze generiert in den App Stores und in Google Play als, als Netflix. So, jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, schön und gut, klingt alles interessant, aber funktioniert der Ansatz auch? Ich denke, Sie können an dem Chart ablesen, dass die Performance sich durchaus sehen lassen kann. Wir haben den Fonds vor ungefähr 20 Monaten aufgelegt, am 15. März 2018. Letztes Jahr war sicherlich ein schwieriger Markt, aber nichtsdestotrotz, die Performance war positiv mit 2,5%, während der Markt deutlich im Minus war. Und wir liegen aktuell bei knapp 33% seit Auflegung, damit über 8% vor der Benchmark. Wie Sie sehen, es ist ein All-Time-High. In unserer Kategorie Standardwerte Blend, unter allen Fonds, die in Deutschland aufgelegt worden sind, sind wir derzeit auf Platz 1. Also zumindest kann sich die kurzfristige Rendite auf jeden Fall sehen lassen. Ich kann da jeden nur dazu einladen, auf unsere Webseite zu gehen und unsere Artikel zu den einzelnen digitalen Unternehmen sich anzuschauen. Wir sind total transparent auf unserer Seite. dlf.de können Sie alle Unternehmen sehen, in die wir investiert haben, wenn Sie den Newsletter abonnieren. Sie können sehr transparent sehen, warum wir in diese Unternehmen investieren. Also sehr übergreifende Porträts zu diesen Unternehmen und dann anschließend regelmäßige Updates. Und können uns jederzeit auch Feedback schicken. Das finden wir immer klasse. Wir haben eine ganze Menge Nerds unter unseren Lesern, die uns den einen oder anderen Hinweis geben. Das ist extrem hilfreich. Und ich würde sagen, damit würde ich erstmal jetzt mit meinem Vortrag aufhören und freue mich eventuell auf die eine oder andere Frage. Ja, vielen Dank erstmal, Herr Emack. Genau, wir wollen jetzt noch die eine oder andere Frage mit reinnehmen. Also wenn Sie da Fragen aufgekommen sind Ihrerseits zum Fonds, zum Digital Leaders Fund oder auch zu den Aktien, können Sie die jetzt auch noch gerne stellen. Ich habe aber auch die eine oder andere Frage. Ich sehe gerade ein paar Fragen, vielleicht auf die kann ich relativ schnell eingehen. Ne? Also Wertpapier-Kennnummer, ja. Also wenn Sie www.dlf.de eingehen, haben Sie eigentlich alle Daten auf unserer Webseite. Vorname ist der Digital Leaders Fund. Genau, den Link habe ich im Übrigen eben auch nochmal rumgeschickt an alle im Chat. Super. Und Herr Irmak, wir werden am Ende, also nach dem Webinar, auch nochmal eine E-Mail an alle rumschicken. Auch da werde ich den Link nochmal reinpacken, sodass jeder nochmal in Ruhe sich informieren kann. Es wird im Übrigen auch, es gibt eine Aufzeichnung, also für alle, die das sich nochmal anschauen wollen, auch da geht nach dem Webinar nochmal eine E-Mail raus mit dem Link zur Aufzeichnung. Gut, ja, ja, zu den Fragen, die Wertpapier-Kennnummer haben Sie schon angesprochen. Was mich interessieren würde, wie viele Unternehmen befinden sich denn momentan in Ihrem Fonds? Ja, das ist ein sehr konzentriertes Portfolio. Wir wollen maximal in 40 Unternehmen investieren, weil wir eine sehr klare, dezidierte Meinung zu den Unternehmen haben und wollen da auch nicht durch eine ausufernde Diversifikation uns auch Renditechancen rauben. Es ist auch so, dass wir natürlich auch nur
eingeschränkt und Zeit allokieren können auf sehr, sehr viele Unternehmen. Aktuell haben wir ungefähr 35 Unternehmen im Portfolio. Wie häufig schichten Sie um? Also wie aktiv monitoren Sie die Unternehmen und deren Entwicklung? Wir monitoren sie natürlich jederzeit, also aktiv, täglich, aber umschichten, das ist nicht so ganz unser Stil. Wir investieren eigentlich langfristig. Wir haben eigentlich eine Umschlagshäufigkeit wie ein ETF. Dadurch, dass der Fonds relativ stetige Mittelzuflüsse hat, haben wir irgendwann aufgehört, bei Unternehmen, die zu hoch bewertet waren, die nachzukaufen. Dann fällt die Gewichtung einfach ein bisschen runter. Wir haben bei dem einen oder anderen Unternehmen dann auch tatsächlich, weil Kapitalmaßnahmen passierten, wie zum Beispiel ein Merger bei Cloudera und Hortonworks, haben wir zum Beispiel dann Hortonworks verkauft. Und das ein oder andere Unternehmen enttäuscht dann vielleicht, dann ist das Geschäftsmodell nicht mehr intakt, haben wir auch verkauft. Aber das Portfolio atmet. Wir kaufen auch neue Unternehmen. Es gibt viele Unternehmen auf unserer Watchlist, die konnten wir nicht investieren, weil die Bewertung war einfach viel zu hoch. Jetzt, wie zum Beispiel Square ist ein gutes Beispiel, da sind wir eingestiegen, als der Wert dann unter 60 war. Aber die Umschlagshäufigkeit in dem Fonds ist relativ niedrig. Okay. Gucken wir mal, was an Fragen reinkommt. Ja, genau. Tom hat eine Frage zum Thema Rendite. Würden Sie die Rendite auch für die Zukunft, also die Frage kommt, was für eine Rendite? Ich würde jetzt mal ergänzen, mit welcher Rendite kann der Anleger rechnen? Was ist Ihre Zielmarke? Ach, wir haben, also das wäre natürlich völlig unseriös, jetzt zu sagen, nächstes Jahr machen wir wieder 30%. Das ist sehr, sehr stark von dem Markt abhängig. Also wir kriegen diese Frage immer wieder gestellt, wann ist denn das richtige Timing? Wir denken, die Timing-Entscheidung kann keiner Ihnen den Kunden abnehmen. Es ist sinnvoll, einfach zu überlegen, wie viel möchte ich denn eigentlich risikobehaftet anlegen von meinem Vermögen? Und wir sagen, in Digital Leaders zu investieren, also die Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell bestens angepasst haben in diese schöne neue Welt, kann man eigentlich immer investieren, vielleicht dann sukzessive. Unser Ziel ist es zu sagen, wir möchten, wenn das GDP-Wachstum ist irgendwo bei 3-4%, möchten wir deutlich stärker wachsen. Wir wollen eine bessere Performance hinlegen als ein passives Investment in den MSCI World. Und diesen Anspruch haben wir bisher erfüllt. Aber eine seriöse Prognose einer Performance, einer Rendite jetzt für die nächste Zeit, glaube ich, geht nicht. Ja, okay. Der Klaus fragt, ob der Fonds täglich oder börsentäglich handelbar ist. Der Fonds wird noch nicht gehandelt, also an der Börse. Es gibt, also man muss ihn immer über die Kapitalanlagegesellschaft kaufen. Also das heißt, also Sie geben ganz normal Ihren Auftrag bei Ihrem Bank oder bei Ihrem Broker ab und kriegen den Fonds zum Nettoinventarwert jeden Tag. Aber der Fonds selber wird nicht an der Börse gehandelt. Mit anderen Worten, ist kein Exchange-Traded Fund, kein aktiver Exchange-Traded Fund. Kleine Anmerkung dazu, diesen Fonds können Sie, wenn Sie ein Depot bei Finanznet Brokerage haben, auch ohne Ausgabeaufschlag kaufen. Welchen Ausgabeaufschlag hat der Fonds? Der Fonds hat einen Ausgabeaufschlag von 3%. 3%. Und wie gesagt, über diverse Direktbroker und über Finanznet kann man den auch ohne Ausgabeaufschlag beziehen. Okay. Es kommen hier noch. Ich sehe gerade, der Emiran hat eine Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen Fonds und ETF? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die spezifische Frage zu unserem Fonds ist. Der ETF in MSCI World ist passiv. Der investiert nur in einen Index. Wir investieren aktiv. Wir orientieren uns nicht an dem Index und sind Stockpicker schon. Was sind die besten Unternehmen? Und sind die vernünftig bewertet? So investieren wir. Und unser Anspruch ist, besser zu sein als ein ETF in den MSCI World. Der Paul fragt hier nochmal nach der Wertpapier-Kennnummer. Ich würde die jetzt einfach auch nochmal an alle an die Runde schicken. Ne? In die Runde schicken, dann kann das jeder auch nochmal sehen. Finden Sie aber natürlich auch auf der Website von The Digital Leaders Fund und natürlich auch auf Finanzen.net. Hier kommen auch noch ein paar Fragen. Sebastian, eine Frage. Ja. Inwiefern hedgen Sie die nächste US-Wahl? Sollte zum Beispiel eine Vermögensteuer in Kraft treten? Wir hedgen gar nicht. Wir glauben,
dass diese Timing-Entscheidungen auch extrem viel Geld kosten und dass es den allerwenigsten gelingt. Wir haben zwar auch unsere Meinung dazu, wie so eine Wahl dann ausgehen würde. In dem Fall, ich meine, wenn Sie jetzt befürchten, dass Bernie Sanders oder Elizabeth Warren tatsächlich erstens Kandidaten der Demokraten werden und dann tatsächlich die Wahl gewinnen, dann könnte das die Wertpapiere belasten. Aber in aller Regel haben politische Börsen eigentlich kurze Beine. So, dann sehe ich von Tom, was ist mit Klarna? Ist nicht börsennotiert, lieber Tom. Kann man leider nicht investieren. Ist aber ein extrem interessantes Unternehmen und ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn wir über Fintech reden, wir eigentlich hauptsächlich über Payment reden. Ne? Weil die meisten Finanzierungen finden eigentlich in diesem Bereich statt. Zahlungsdienstleister, digital und Klarna ist ein wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch europäischen Unternehmen gelingen kann, da sehr erfolgreich zu sein. So, Fabian. Hier kommt auch noch ein paar, Entschuldigung. Ja, hier kommen auch noch ein paar Fragen zu Einzelwerten rein, sehe ich gerade, zum Beispiel nach Wirecard. Die Frage möchte ich gerne ergänzen. Haben Sie denn auch Unternehmen aus Deutschland im Portfolio? Ja, wir haben, als wir ja damals gestartet sind, haben wir gesagt, die deutschen Automobilwerte sind zwar digital natürlich bei weitem nicht so weit wie die Tesla, aber sie sind grundsolide aufgestellt und es geht hier am Ende des Tages ja nicht um eine Software, da ist die Infrastruktur schon komplett gegeben und die kann ich global ausrollen, sondern in der Automobilindustrie gilt immer noch das physikalische Gesetz, also das Trägheitsmoment und Produktion einfach hochfahren, wie es Tesla wollte, funktioniert eben nicht so ganz einfach. Und wir haben gesagt, die deutschen Automobilunternehmen sind eigentlich hier völlig unter Gebühr schlecht bewertet. Und wir gehen tendenziell da rein, gerade mit VW, weil die sozusagen als sehr, sehr mit einem klaren Bekenntnis in Richtung Elektromobilität in den Markt sind. Natürlich kann man über diesen Wert und die Digitalisierungs Reifegrad sich unterhalten, aber das ist ein gutes Beispiel dafür. Also die haben wir drin, also Porsche, wir mit Porsche in VW investiert. Aber ansonsten tun wir uns eigentlich bei deutschen Werten wirklich sehr, sehr schwer. Eine Wirecard haben wir nicht investiert. Wir haben beim Kurs von 170 auch einen Artikel auf unserer Webseite geschrieben, warum wir skeptisch sind bei Wirecard. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen bei Wirecard, das sieht eigentlich alles relativ gut aus mittlerweile. Und bei dem Bewertungsniveau müsste man sagen, ist eigentlich ein vernünftig bewertetes Unternehmen. Aber wir wollen auch in Werte investieren mit einem sehr, sehr guten Gefühl und wir möchten auch ruhig schlafen. Und bei Wirecard spielt derzeit die wirtschaftliche Entwicklung gar nicht vordergründig die Rolle, sondern inwiefern ist das Unternehmen eigentlich glaubwürdig. Und das Unternehmen muss erstmal das Glaubwürdigkeitsproblem ausräumen. Und dann wird die Aktie meines Erachtens auch deutlich wieder zulegen, falls an den Gerüchten eben nichts sein sollte. Aber in der Zwischenzeit gibt es einfach sehr, sehr viele andere spannende Unternehmen im Payment-Bereich. Es sind auch viele andere Unternehmen, wie zum Beispiel lokale Payment-Anbieter wie eine PagSeguro in Brasilien oder Evertech in Puerto Rico, also die den lateinamerikanischen Markt anbieten. Sind mittlerweile so deutlich runter, dass sie auch vernünftig bewertet sind. Wir haben Square erwähnt, wir haben eine PayPal im Depot, wir haben eine Mastercard im Depot. Also Payment können wir einfach auch über andere Werte spielen. Da müssen wir nicht unbedingt in Wirecard investieren und dann diese Achterbahnfahrt mitmachen. Das macht auch keinen Spaß. Okay, hier kommen noch Fragen zu Einzelwerten, auch nochmal zur Gesamtkostenquote des Fonds. Ich glaube, das findet man auch auf Ihrer Website vermutlich. Das findet man alles auf unserer Website. Also der Fonds hat Management-Fee von 150 Basispunkten. Der hat darüber hinaus eine Outperformance-Fee. Das heißt, wenn wir tatsächlich eine Outperformance erzielen gegen MSCI World, dann kommen wir von dieser Outperformance nochmal 15%, aber auch nur dann, wenn die Performance positiv ist. Und da ist natürlich auch ein High-Water-Mark. Also wir müssen natürlich schon die Schwelle dann wieder erreichen, bevor wir eine Performance-Fee wieder aufrufen können. So, dann sind wir eigentlich ziemlich durch, Herr Ehemark. Ich denke schon, ja. Sehen Sie noch eine Frage, die wir vielleicht noch mit reinnehmen könnten? Ich glaube, wir haben die meisten Fragen tatsächlich beantwortet. Gut, dann möchte ich Sie, also zunächst mal vielen Dank, Herr Ehemark, für die Ausführungen. Also war spannend und wir werden den Fonds natürlich auf jeden Fall im Auge behalten.
Ja, ich möchte mich aber nicht verabschieden, ohne nochmal einen Hinweis zu bringen auf unseren Newsletter bei Finanzen.net. Wir haben bei Finanzen.net nämlich regelmäßig Webinare. Auch morgen findet wieder ein Trading-Webinar statt. Wenn Sie daran Interesse haben, dann tragen Sie sich bei uns einfach in den Newsletter ein, den Webinar-Newsletter. Die URL habe ich eingeblendet. Und natürlich gibt es auch von Ihnen einen Newsletter, Herr Irmak, den habe ich auch nochmal hier verlinkt, finden Sie natürlich auch auf der Webseite von The Digital Leaders Fund. Tragen Sie sich ein und dann bleiben Sie stets informiert. Gut, dann nochmal herzlichen Dank, Herr Irmak. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern für das Interesse und überlasse Ihnen das Schlusswort und wünsche allen schon mal einen schönen Abend. Ja, vielen herzlichen Dank auch meinerseits. Und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail oder klicken Sie einfach durch. Wir können das sicherlich auch auf einem kurzen Weg klären. Und vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und schönen Abend noch allseits. Schönen Abend.